Sehr geehrte Damen und Herren, was hat das Kriegführen der USA mit dem Dollar zu tun? Mit dieser Frage grüße ich Sie heute aus dem Klagemauer TV Studio in Meißen. Russland plant für Erdöllieferung vermehrt den Rubel und nicht mehr, wie weltweit von der USA diktiert, den Dollar als Handelswährung zu akzeptieren. Washington hat dazu Russland mitgeteilt, dass ein Erdölhandel ohne Dollar Sanktionen seitens der Vereinigten Staaten von Amerika auslösen würde. Wenn alle Länder das Petrodollarsystem verlassen würden, würde der Wert des Dollars ins Bodenlose fallen und damit auch die Macht Washingtons. Andere Staaten wie der Irak, Libyen, der Iran oder Venezuela versuchten bereits, dieses Monopol zu unterwandern und haben die Gegenwehr deutlich zu spüren bekommen. Der vom Westen gesteuerte Umsturz in der Ukraine scheint der Versuch zu sein, Russland in seine Schranken zu verweisen. Denn nur weil bis heute der Dollar im Ölgeschäft als Zahlungsmittel akzeptiert wird, können die USA ihre Rechnungen noch bezahlen. Ohne dieses Geld, den Dollar, aber würde das Kriegführen massiv erschwert. Wie weit, meine Damen und Herren, werden die USA jetzt gehen, um den sinkenden Dollar noch etwas länger über Wasser zu halten? Russlands Präsident Putin hat sich entschlossen, infolge der vom Westen orchestrierten Ukraine-Krise und der Sanktionen gegen Russland seine Öl- und Gasgeschäfte anstatt in US-Dollar zukünftig in Euro bzw. sogar in Rubel abzurechnen. Das aber ist erst der Anfang. Russland, China und der Iran verhandeln offenbar darüber, ihren bilateralen Handel, insbesondere den Rohstoffhandel, in ihrer eigenen Währung abzuwickeln. Die Planungen sehen es also vor, den US-Dollar als Zahlungsmittel nicht mehr zu akzeptieren. Die Weltwährung zu kontrollieren ist ein exorbitantes, das meint ein außerordentliches Privileg, wie es Charles de Gaulle einst nannte. Deshalb sagte auch US-Vizefinanzminister John Connolly 1971: Der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem. Warum wurde der US-Dollar eine Weltleitwährung? Ganz einfach, weil jedes Land viele Dollars benötigt und das seit mehr als 60 Jahren. Der Aufstieg zur Weltwährung begann mit den Abkommen von Bretton Woods. In dem kleinen US-Ort trafen sich im Jahre 1944 die Finanzminister und Notenbanker von 44 Staaten, um die Nachkriegsordnung für die Finanzwelt zu besprechen. In Bretton Woods wurden nun alle Wechselkurse am amerikanischen Dollar festgemacht und der US-Dollar wurde durch Goldhinterlegung gedeckt. Als nun die japanische sowie die europäische, allem voran die deutsche Wirtschaft wieder boomte, und die Golddeckung 1971 aufgehoben wurde, ließ die Nachfrage nach dem unsicher gewordenen US-Dollar massiv nach. Deshalb griffen die US-Amerikaner zu einem Trick. Man vereinbarte mit der OPEC, also den führenden Erdölproduzenten, dass das Erdöl nur noch in Dollar fakturiert werden darf. Und schon hatte man wieder eine künstliche Nachfrage nach dem US-Dollar geschaffen. Denn das bedeutete praktisch, niemand auf dieser Welt konnte Erdöl in seiner eigenen Währung bezahlen, sondern er musste immer erst US-Dollar kaufen, um damit zu bezahlen. So wurde auch der Begriff Petrodollar kreiert. Damit konnte die USA weltweit ihre Währung immer als Ware verkaufen. Ein gigantisches Geschäft. In the spring of 1946, Winston Churchill traveled to the United States. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin,
Prague, Budapest, all these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. Geld regiert die Welt. Wer aber eigentlich regiert das Geld? Jeder strebt nach Geld, geht dafür arbeiten, möchte es erlangen und besitzen. Ein großer Teil unseres Lebens dreht sich um Geld. Aber nur ein eingeweihter Kreis weiß, wie Geld entsteht. Wussten Sie, dass jeder Geldschuld ein entsprechendes Geldguthaben in gleicher Höhe gegenübersteht? Beispielsweise hatte laut Bundesverwaltung im Jahre 2011 jeder Einwohner der Schweiz ca. 30.000 Schweizer Franken öffentliche Schulden. Das bedeutet, Bund, Kantone, Gemeinden und Sozialkassen haben insgesamt 427 Milliarden Schweizer Franken Schulden. Für diese Schulden müssen Sie als Bürger, und daher kommt das Wort Bürger, bürgen. Sie sind also indirekt der Schuldner und somit verantwortlich für die Rückzahlung und vor allem für die Zinszahlung. Zinsen zahlen Sie über Steuern, Abgaben, Gebühren, Strafzinsen, Mahngebühren und auch Bußen. Wussten Sie, dass Sie für jede Ware, die Sie kaufen, indirekt Zinsen bezahlen? Denn der jeweilige Hersteller überträgt seine eigenen Zinskosten, resultierend aus seinen Betriebsschulden, die er bei der Bank hat, auf den Preis. Der Zinsanteil zum Beispiel in Deutschland beträgt bei der Müllabfuhr 12%, bei der Stromerzeugung 38% und beim sozialen Wohnungsbau nahezu 80%. Wussten Sie zum Beispiel, dass Deutschland 25% seiner Steuereinnahmen für Zinszahlungen der vorangegangenen Kredite aufwenden muss? Sie merken also, Kredit und die daraus erfolgende Zinsbelastung tangiert Ihr Leben viel mehr, als Sie es sich bewusst waren. Auch wenn Sie persönlich gar keinen Kredit aufgenommen haben. Nun weitere wichtige Aspekte übers Geld. Die landläufige Meinung sagt, lassen Sie Ihr Geld arbeiten. Die Wahrheit ist, Geld arbeitet nicht. Arbeiten können nur Menschen und Maschinen. Alle Macht geht vom Volk aus. Die Wahrheit ist, de facto geht alle Macht vom Geld aus. Geld wird vom Staat einfach gedruckt und beliebig erzeugt. Die Wahrheit ist, nur 2% des sich im Umlauf befindlichen Geldes sind vom Staat geschaffene Münzen und Noten. Wie kommen die restlichen 98% des Geldes zustande? Die Antwort: Geld kommt nur und das ausnahmslos über Kredite zustande. Das bedeutet, die Banken lassen über die jeweiligen Noten und Nationalbanken Geld entstehen, indem sie Kredite an Staaten, Privatpersonen und Firmen gewähren. Und dieses Geld verschwindet wieder, wenn der Kredit zurückbezahlt wurde. Die Praxis zeigt aber, dass Kredite in den wenigsten Fällen zurückbezahlt werden. Denken Sie an die Hypotheken in der Schweiz. Die erste Hypothek wird in der Regel nicht zurückbezahlt. Denken Sie an Staatsschulden. Auch diese werden nicht zurückbezahlt, sondern ein neuer, höherer Kredit wird aufgenommen, um den alten Kredit, oft sogar noch mit aufgelaufenen Zinsen, zurückzuzahlen. Wenn ein Staat also mehr Geld braucht, man nennt das auch Neuverschuldung, leiht er sich das Geld bei der Bank gegen Zinsen. Die Zinsen aber zahlen, wie eingangs erwähnt, Sie. Unser Finanzsystem erlaubt es den Banken, nahezu unbegrenzt Kredite zu vergeben. Man nennt dies ein fraktionelles Kreditsystem. Die Fraktion zur Kreditvergabe ist Ihre Einlage oder Ihre verpfändete Sicherheit bei der Bank. Aufgrund dieser Ihrer Einlage oder Verpfändung kann die Bank bei der jeweiligen Noten- oder Nationalbank das bis zu 9-fache an neuem Kredit schöpfen und gegen Zinsen verleihen. Man nennt diese leistungslose Kreditschöpfung auch Fiat Money. Es werde Geld. Und zwar aus nichts.
Das bewirkt aber, dass die Geldmenge sich mehr und mehr von der Realwirtschaft abkoppelt und irgendwann den Zusammenbruch des Systems verursacht. Diesen Zusammenbruch versucht man momentan, zum Beispiel in Griechenland, mit allen Mitteln aufzuhalten. Hunderte von Milliarden wurden in den letzten Monaten nach Griechenland gepumpt, um Griechenland zu retten. Wissen Sie, wo all dieses Geld angekommen ist? Es wurde gleich tags zurücküberwiesen an die Gläubigerbanken, die Griechenland in guten Zeiten Geld geliehen hatten. Die Bevölkerung hat von diesem Geld gar nichts gesehen. Ihnen geht es viel schlechter als vor der Krise. Die Arbeitslosigkeit ist explodiert. Löhne, Gehälter, Renten wurden bis zu 30% gekürzt. Mütter verkaufen ihre Kinder, da sie sie nicht mehr ernähren können. Väter begehen Selbstmord, weil sie ihre Familien nicht mehr durchbringen. Junge Leute verlassen das Land, weil bereits 50% aller Jugendlichen arbeitslos sind. Niemand hat mehr Geld zum Konsumieren, obwohl Hunderte von Milliarden nach Griechenland geflossen sind. Dies zeigt uns eines. Wenn Kredite über neue Kredite zurückbezahlt werden, ist es das gleiche, wie wenn ich einen Hausbrand mit Benzin lösche, da ja die zurückzubezahlende Kreditsumme weiter steigt und die Zinszahlungsbelastung für die Bevölkerung unerträglich wird. Die Frage stellt sich nun, wer profitiert eigentlich von diesen immensen Zinszahlungen? Wussten Sie, dass ein bekannter amerikanischer Journalist namens William Dean A. Garner, der auch für die New York Times schreibt, in jahrelanger Recherche herausfand, dass fast alle National- und Notenbanken, auch die Schweizer Nationalbank, von einer einzigen privaten Familie kontrolliert werden? Wussten Sie, dass die größte Notenbank der Welt, die Federal Reserve Bank, ein unabhängiges, unkontrolliertes Unternehmen ist, welches 8 Privatfamilien gehört? Wussten Sie, dass bei diesen Familien nahezu alle Geldvermögen dieser Welt deponiert sind? Wussten Sie, dass ein großer Teil aller Zinszahlungen dieser Welt bei diesen Familien ankommen? Der Milliardär Bill Gates erscheint wie ein Almosenempfänger gegen den Reichtum dieser Leute, die Präsidenten ein- und absetzen, Kriege anzetteln, Umstürze finanzieren, von wegen Geld regiert die Welt und dabei aber immer im Hintergrund bleiben. Wenn sich das so verhält, wer hat versucht, die Dominanz dieser regierenden Familien zu durchbrechen? In der Executive Order Nummer 11110 beschloss ein amerikanischer Präsident namens John F. Kennedy, der Federal Reserve Bank das Recht zu nehmen, Geld aus nichts zu kreieren. Er wollte die Kreditschöpfung zurück in staatliche Hand bringen. Er bezahlte diesen Versuch mit seinem Leben. Der nachfolgende Präsident Lyndon B. Johnson hob nach seiner Amtseinführung diesen Erlass sofort wieder auf. Es gab und gibt auch Noten- und Nationalbanken, die sich weigern, von diesen Familien kontrolliert zu werden. Hierzu ein Zitat aus der amerikanischen freien Presse. Einige Aufklärer heben hervor, dass der Iran eines von 3 verbliebenen Ländern ist, deren Zentralbank nicht unter der Kontrolle der Familie Rothschild ist. Vor dem 11. September 2001 gab es nachgewiesenermaßen 7 unabhängige Notenbanken. Afghanistan, Irak, Sudan, Libyen, Kuba, Nordkorea und Iran. Im Jahr 2003 jedoch wurden Afghanistan und Irak von der Rothschild-Familie geschluckt und im Jahr 2011 war es auch um die Unabhängigkeit von Sudan und Libyen geschehen. In Benghazi, Libyen, wurde eine Rothschild-kontrollierte Notenbank etabliert, während sich das Land noch mitten im Krieg befand. Bezeichnenderweise gelten die oben genannten Staaten nach einem Ausspruch des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush als die Achse des Bösen. Vielleicht können Sie sich unter diesem Gesichtspunkt die Kriege gegen Afghanistan, Irak und Sudan, den Einmarsch nach Libyen sowie die Kriegsvorbereitungen gegen den Iran plausibel erklären. Die Geschichte wiederholt sich. Die gleichen Drahtzieher, oben genannte Familien, welche den Ersten und den Zweiten Weltkrieg einfädelten, haben jetzt bereits durch Kriegsvorbereitungen wieder Vorkehrungen getroffen.
Vorkehrung, damit deren Geldherrschaft über die Notenbanken zu den Privatbanken auch über ihr Leben weiter und unentrinnbar gefestigt wird. Als letzte Bastion des Widerstands soll nun auch Syrien fallen, damit freie Hand gegen den Iran, den Besitzer der weltweit zweitgrößten Erdöl- und Erdgasvorkommen, gewährleistet ist. Wenn überhaupt, dann kann im besten Fall auf dem Weg der Volksaufklärung über diese Zusammenhänge der Beginn des Dritten Weltkriegs vermieden werden. Daher lasst uns erwachen und unser Umfeld über diese Tatsachen informieren.